So, jetzt möchte ich mal so ein paar Beziehungen aufklären hin zum Fernsehen, hin zu RTL oder Fernsehproduktionsfirmen. Also, dass ich ein Schulpraktikum bei iWorks gemacht habe, ist ja schon mal, habe ich ja schon mal erwähnt. Aber meine Mutter bzw. meine Eltern, hauptsächlich meine Mutter, hat Kontakt mit einer Frau und also eine Freundin war das, die sie über meinen Vater kannte, da er den Ex-Mann auch als Patient hatte bei sich. Dieser Herr war tätig im Fahrstuhlgeschäft, beziehungsweise im Treppenliftgeschäft, um das genau zu sagen. Und einmal waren wir eingeladen, 2006 zum WM-Spiel gucken. Da war eine große Gesellschaft, da war jemand von RTL, irgendein Moderator oder so, den habe ich aber jetzt lange nicht mehr im Fernsehen gesehen. So ein ziemlich selbstverliebter Typ, der sich gerne selber reden hört und alles. Und nun ja, so weit, so gut, dazu kann ich jetzt erstmal nicht mehr sagen. Auf jeden Fall kennt sie Leute, die da arbeiten offensichtlich, oder hat sie Beziehungen ins Fernsehen. Und diese Person hat mir dann auch, nachdem ich auf der Realschule fertig war, auch empfohlen, auf die Kaiserin-Augusta-Schule zu gehen. Die Tochter meinte dann so, ja, ich gehe da auch hin, ist eine gute Schule, wenn du irgendwie aufs Gymnasium möchtest, geh doch dahin, ist besser als das Georg-Büchner-Gymnasium in Weiden. Und gib mir einfach dein Zeugnis, ich kümmere mich um alles und dann geht das klar. Und als ich dann da auf der Schule war, gab es da auch ein Mädchen, deren Tochter bei RTL, also eine Schülerin, deren Mutter bei RTL arbeitet. Und dort habe ich dann auch komische Erlebnisse gehabt, ich kannte die Serie Die wilden 70er damals noch gar nicht, That 70s Show, und dann kam da auf einmal irgendwann so ein Austauschschüler aus, ich weiß nicht, Venezuela, irgend so einem lateinamerikanischen Land, und dann wirkte das alles irgendwie so, als sei das so ein bisschen, das kam mir dann jetzt im Nachhinein alles so ein bisschen vor wie in der Serie Die wilden 70er. Und als meine Klassenkameraden, mit denen ich da angefangen habe, dann das Abi gemacht haben und ich nochmal wiederholen musste, weil ich kam von der Realschule, ich habe Mathe und Bio gewählt als LK, musste ich wegen Mathe nochmal wiederholen. Und dann auf einmal wurde ich angefangen, halt eben von den Lehrern irgendwie, wurde ich schikaniert von den Lehrern. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, vielleicht fügt ihr die Puzzleteile zusammen. Der Ball ist jetzt bei euch.